Wir versuchen mit der Hamburg Open Online Universität, Universität anders zu denken. Es geht darum, welche Rolle kann Universität in der Wissensgesellschaft in Zukunft einnehmen? Wir haben ein großes Netzwerk von vielen, vielen unterschiedlichen Lernressourcen, die man hat, ohne dass man zunächst mal weiß, was man damit anfangen kann. Das kann alles Mögliche sein. Das können Literaturlisten sein, das können MOOCs sein, das können aber auch virtuelle Labore sein, das können vielleicht Forschungsschiffe sein. Das kann alles Mögliche sein, was da drin steht und zunächst mal unvernetzt. Und jetzt kriegt man eine bestimmte Aufgabenstellung. Zum Beispiel die Aufgabenstellung, wie bekommt man eigentlich den Müll aus den Meeren? Das wäre eine Fragestellung, die Universitäten, vielleicht auch die Politik, niemand eigentlich direkt so beantworten kann. Aber es ist eine spannende Aufgabenstellung, weil man sich jetzt mit ganz vielen Dingen beschäftigen kann. So, und jetzt entwickelt sich über diese Aufgabenstellung aus diesen vielen zunächst mal unvernetzten Ressourcen, die die Universitäten bereitstellen, ein Netzwerk, ein Geflecht von Dingen, die man sich anschauen kann. Jetzt kann man dieses Thema ja unterschiedlich angehen. Man kann mal sagen, wir lösen das mal als Ingenieur. Also wo ist der Müll? Was ist das für ein Müll? Wie sammeln wir den ein? Wie kriegen wir den raus? Man könnte aber auch soziologisch darüber nachdenken, wieso ist der Müll überhaupt in den Meeren? Was ist das eigentlich für ein Müll? Und wie wird er erzeugt? Wie wird er produziert? Warum gehen die Leute nicht sorgsamer damit um und so weiter? Wäre eine ganz andere Fragestellung. Man könnte auch sagen, das ist auch eine politische Fragestellung. Also was müsste eigentlich die Politik machen, um das Phänomen zu verhindern? Und dann sieht man schon, dass man aus derselben Fragestellung ganz unterschiedliche Wege gehen kann. Und das ist eigentlich das Spannende, was wir machen wollen. Wir wollen also kein Kurssystem vorgeben, sondern eher viele, viele Anregungen geben, mit denen man sich jetzt beschäftigen kann. Wenn man sagt, ich will das mal ingenieursmäßig lösen, das Problem, dann würde man sich vielleicht mit der chemischen Zusammensetzung des Mülls beschäftigen, man würde sich vielleicht mit Mikroorganismen beschäftigen, die diesen Müll abbauen können, man würde sich vielleicht auch mit mechanischen Elementen beschäftigen, die den Müll einsammeln, pressen und was weiß ich, was damit machen, keine Ahnung. So, und das ist jetzt eigentlich die Idee dabei. Es gibt zunächst mal eine Aufgabenstellung, die findet man interessant, es gibt viele Ressourcen und jetzt gibt es unendlich viele Lernwege. Und damit man das auch tut, ist zunächst mal die eigene Einstellung, die eigene Motivation wichtig und zum anderen möglichst ein paar Peers, mit denen man das machen kann, Kollegen, mit denen man das machen kann. So, und was jetzt das zweite Element ist dieser Fragestellung ist, es gibt eine Aufgabenstellung, Müll aus dem Meeren, und es gibt eine empfohlene Zusammensetzung der Teams. Das könnte man sagen, dieses Problem ist so schwierig, ihr müsst am Ball bleiben und deswegen müsst ihr euch treffen. Deswegen sagen wir mal, ganz egal, was ihr wisst, wir machen ein Hamburger Team und ein Dresdner Team und ein Team in Tokio und sonst wo. So, ihr müsst zusammen sein. Man könnte aber auch sagen, nee, du brauchst jetzt einen, der muss was verstehen von Meeresströmung, du brauchst Meeresbiologen, du brauchst einen Verfahrenstechniker, du brauchst vielleicht einen Chemiker dabei. So ist ganz egal, wo ihr sitzt, ihr schmeißt mal euer Know-how zusammen, um das Problem zu lösen. Das wäre auch ein Weg, wie es gehen kann. Und das ist jetzt eigentlich die Idee dieser Hamburg Open Online Universität. Es geht hier nicht primär darum, dass man Lernen Wege, Veranstaltungen ersetzt und ins Internet stellt, sondern es geht eher darum, dass man einen anderen Zugang zu Wissen und einen anderen Zugang zu Lernprozessen eröffnet. Das Lernen wird frei und es passiert halt so, dass Leute über eigene Motivation, was wissen zu wollen oder ein Problem lösen zu wollen, dass das die Motivation ist, etwas zu machen. Es geht nicht darum, primär, man kann es alles tun, aber es geht nicht primär darum, einen Abschluss zu kriegen oder ein Zertifikat, sondern man soll lernen wollen,